Der Terminator kann zurück in die Garage. Gegen Stella kann er nur verlieren. Interview mit einem Visionär. Wir sind ganz Ohr. Dieses Ohr ist bisher nur das Relief eines Ohrs. Wir müssen noch die Muschel hochziehen und ein Ohrläppchen aus meinen Stammzellen züchten, um ein dreidimensionales Ohr zu bekommen. Dann implantieren wir ein kleines Mikrofon, das kabellos mit einem Sender verbunden ist und das Ohr internettauglich macht. Dann kannst du, wenn du zum Beispiel in Paris bist und ich in Melbourne, alles hören, was mein Ohr hört. Wo immer du bist und wo immer ich bin. Auch in den peinlichen Momenten des Lebens. Sein drittes Ohr und sein Lachen sagen alles. Stellag, kurz für Stellius Arcadio, ist der Merlin des 21. Jahrhunderts. 6 Beine, 3 Arme, 3 Ohren. Für den 63-jährigen Body-Art-Pionier ist sein Körper nichts anderes als ein Lego-Bausatz. Der 2007 implantierte Knorpel in Ohrform soll von körpereigenen Zellen ummantelt werden, bevor das Ganze mit dem integrierten Funkmikrofon auf Sendung geht. 13 Jahre hat Stella gebraucht, ein Chirurgenteam davon zu überzeugen, den Eingriff vorzunehmen und so seinen Traum zu verwirklichen. Es geht um alternative anatomische Architekturen. Mich interessiert die evolutionäre Anatomie des Körpers, aber nicht, um ihn im Sinne der Eugenik zu perfektionieren. Es geht mir eher um das Ausprobieren und Erforschen anatomischer Alternativen. Der Punkt ist, akzeptieren wir den evolutionsbedingten biologischen Status quo? Oder fragen wir uns, wird der Körper, auch wenn er unglaublich komplex ist und dafür ja Millionen gebraucht hat, nicht immer noch durch Fehlfunktionen behindert? Noch bis zum 28. Juni ist Stellag beim Festival de Bain Numérique in der Nähe von Paris zu Gast. Wenn der Australier seine Körpermechanik ausstellt, kommen all jene auf ihre Kosten, denen das mit der Zukunft gar nicht schnell genug gehen kann. Ein dritter Arm, Exoskelette, Maschinen zur zufallsbestimmten Fortbewegung oder Bilder einer vergänglichen Skulptur, die in seinem Magen gefilmt wurde. Stellags Kunst hat in den letzten 40 Jahren erstaunliche Auswüchse getrieben. Schon in den 60ern läutet er das Technologiezeitalter ein und inszeniert seinen eigenen Körper, den er als experimentelle Grundlage und Technologieträger nutzt. Wenn Sie mich mit dem Handy anrufen, werde ich über mein Ohr zu Ihnen sprechen können. Das ist das Ohr der anderen. Aber Ihre Stimme ertönt in meinem Kopf, weil Sender und Empfänger sich in meinem Mund befinden werden. Nach 3 Jahren flog ich von der Kunsthochschule, weil ich eigentlich Malerei und Bildhauerei studierte, aber stattdessen anfing, Helme zu bauen, die die binokulare Wahrnehmung verändern, oder Experimente mit interaktiver Elektronik machte. Leider wurde das in den 60ern nicht als Kunst betrachtet. Also legte man mir nahe zu gehen, da ich die Studienanforderungen nicht erfüllte. Als Ende der 60er seine ersten Arbeiten zum Thema erweiterter Körper in Melbourne wenig Anklang finden, fliegt Stellag in das technologiebegeisterte Japan. In Tokio erforscht er die Robotik, bis die Erleuchtung in Gestalt von Buto über ihn kommt. Geboren aus der Asche des nuklearen Albtraums, sucht das Buto-Tanztheater Antworten auf die Frage, wie kann man nach Hiroshima noch tanzen? Als Tatsumi Hijikata 1959 erstmals diesen Tanz der Finsternis präsentiert, wird er der Pornografie bezichtigt. Der Performer thematisiert die Verwandlung des Menschen in Tiere und andere nicht-humane Daseinsformen. Für Japaner ein Tabubruch, für Stellag eine Offenbarung.
Sie bewegten sich sehr seltsam. Ihre Bewegungen erinnerten eher an Tiere, an Insekten, als an menschliche Körper. Die Bhutto-Tänzer erinnerten mich an Zombies, postnukleare, postkatastrophale Körper. Stellag entwickelt daraufhin einen starken Hang zur Loslösung von der Körperlichkeit, was mit SM in seinen Augen nichts zu tun hat. Denn Vorbild für seine Body Suspensions sind hinduistische Meditationsriten. 1976 führt er die ersten Aufhängungen an implantierten Edelstahlhaken durch. Und bis 1988 geht er insgesamt 27 Mal in die Luft. Die Performance in New York war nicht genehmigt worden. Deshalb kam nach 12 Minuten die Polizei, um mich festzunehmen. Als sie mich durch das Fenster reinzogen, wollten sie meinen Ausweis sehen. Schwierige Sache in meiner Situation. Das war nur 4 Stockwerke hoch. Die Kopenhagener Aktion fand in 60 Metern Höhe statt. Nach 30 Metern hörte ich nur noch das Rauschen des Windes, das Dröhnen der Motoren und das Knarzen meiner Haut. Stella geht an der einsamen Meeresküste oder wie hier in einem Atelier in die Luft, um weitere Erkenntnisse zu seiner Theorie des überholten Körpers zu sammeln. Rückblickend ging es wohl auch darum, die physischen Grenzen des Körpers auszuloten, um zu demonstrieren, wie überholt, abwesend und leer er ist. Wenn die Leute solche Aktionen sehen, denken sie sofort, ah, Provokation. Das macht er, um die Leute zu schockieren. Das stimmt aber nicht. Denn da war niemand, den ich schockieren konnte. Wir leben in einem Zeitalter des zirkulierenden Fleisches. Organe werden einem Körper entnommen und in den nächsten eingesetzt. Das Blut, das heute durch meinen Körper fließt, kann morgen schon durch deinen fließen. Wir befruchten Eizellen außerhalb des Körpers mit aufgetautem Sperma. Wir können einen Kadaver beliebig lange konservieren, dank Plastination, und gleichzeitig einen komatösen Körper mit Hilfe lebenserhaltender Maßnahmen beliebig lange am Leben erhalten. Tot, nicht tot, noch nicht geboren, das alles existiert nebeneinander. Künstliche Intelligenz und die Perspektive eines Lebens jenseits des biologisch toten Körpers sind die Voraussetzungen für Stellags ultimative Grenzüberschreitung. In den 90ern investiert der Künstler seine Ausstellungsbudgets in komplexe Maschinen, Vorläufer der modernen Roboter. Mit seinen Exoskeletten beamt sich der Verfechter des Körpertunings in die Cyborg-Ära. Der Australier stellt die Technik nicht in den Dienst des Menschen, sondern versucht, beide miteinander zu verschmelzen. Man kann Body Modification als ersten Ausdruck des kybernetischen Drangs betrachten, Metall und Fleisch miteinander zu vereinen. Es gibt die Theorie, dass der menschliche Körper schon immer eine Art Zombie-Körper war, ohne eigenes Bewusstsein. Und je mehr Performances ich mache, desto weniger denke ich, dass ich ein eigenes Gemüt oder überhaupt irgendein Gemüt im traditionellen metaphysischen Sinn habe. Es gibt nur das, was du siehst. Stellag ist davon überzeugt, dass der Körper irgendwann einer komplexen Struktur miteinander vernetzter Neuronen weichen wird.
Dieser Kopf kann mit einem visuellen System ausgestattet werden, mit dem er Gesichter wiedererkennen, Stimmungslagen sondieren und die Farbe deiner Kleidung analysieren könnte. Stell dir vor, wir könnten mit dem Kopf reden und ihm so etwas beibringen. Er fragt, warum ist der Himmel blau? Und du sagst, weil die Lichtstrahlen in der Atmosphäre auf Partikel treffen. Der Kopf würde sagen, alles klar, und hätte so ein paar neue Informationen erlernt. Wir haben durchschnittlich 75 Jahre bei guter Gesundheit. Nicht so toll, wenn man mindestens 50 Jahre braucht, um ein bisschen Lebenserfahrung zu sammeln. Danach bauen wir kontinuierlich ab. Der Körper funktioniert immer schlechter und schlechter, bis wir sterben. Und das war's. Danach kommt nichts mehr.